So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moments Jakob von den Frakta und ich bin in Brainout. Bis jetzt weiß ich zwei Dinge. A, es ist ein Free-to-Play-Spiel, das ich auf Steam gefunden habe. Und B, es muss wohl irgendwas mit Knacken zu tun haben. Und ich bin immer noch erkältet. Es tut mir leid, wenn ich euch was verhust. So, aber in letzter Zeit war mein Real Life schon so voll gepackt. Ja, ich weiß, ein ohne Mitleid. Oh. Da komme ich halt wirklich nur sehr wenig zum Zocken. Und dann muss ich aber die Gelegenheit nutzen, wenn ich krank bettlägerig bin. Und derzeit einfach mal zocken. So, ja, lassen wir einfach mal alles so. Machen wir mal schnelles Spiel. Einfach mal rausfinden, was das überhaupt ist. Mappe. Ich glaube, das soll wohl Karte eigentlich heißen. Wer hat das übersetzt? Okay, wir sind im Deathmatch-Modus. Wo bin denn ich? Ah, du hast Spectator oder was? Ja klar, durch die Wand schieße. Das haben wir gern.
Okay, wir wissen jetzt, es ist ein 2D-Shooter. Jetzt in der Pixel-Optik. Naja gut, ist Geschmackssache, gell? Gut, ich bin jetzt auch kein Deathmatch-Fan. Da ist halt einfach keinerlei Taktik, das ist einfach nur rumgebolze. Zudem, durch diesen zufälligen Respawn-Punkte hast du halt schnell immer im Nacken. Ja, das ist auf jeden Fall scheinbar ein recht einfach gemachtes Spiel. Kann durchaus Spaß machen. Ich kann mir das gut vorstellen auf einer LAN-Party. Gut, auf den meisten LAN-Partys spielt man dann doch wieder irgendwie Counter-Strike oder sowas und bewirft sich gegenseitig mit Essen. Aber doch, das, also oder für so mal für zwischendurch, weil das braucht definitiv keinen leistungsstarken PC. Wenn man da mal ein paar Kumpels am Start hat, kann ich mir das durchaus vorstellen. So, für mich ist das jetzt nix. Das ist nicht böse gemeint, aber ich bin ohnehin bei Shootern eher so der Singleplayer-Spieler. Das liegt schlicht und einfach daran, dass ich eben einfach aus dem RPG- und Adventure-Bereich komme und ich einfach eine gute Story mag. Und ich persönlich spiele dann lieber das Spiel im Singleplayer und lass mir eine gute Geschichte erzählen. Deshalb bin ich auch ein großer Fan, tatsächlich, da oute ich mich auch, von den Call of Duty-Spielen, die ich im Multiplayer eigentlich durch die Bank weg scheiße finde, aber im Singleplayer halt einfach richtig geile interaktive Spielfilme sind. Und das macht übelst Laune. Wenn ich Multiplayer spiele im Coop, also bei Shootern, dann bevorzuge ich wiederum Coop-Geschichten, entweder von mir aus Coop, also doch wieder so Coop-Story, so wie es wie bei Wildlands hier, oder Coop-PvE, wie bei diversen anderen Spielen. Die lassen sich übrigens auch ganz geil auf LAN-Partys spielen, finde ich. Serious Sam ist einfach für mich so ein großer Klassiker, aber da gibt es ganz viele, wo so ähnlich sind. Wie auch immer, ich denke gerade, wir schauen uns mal noch was an. Das ist Forest. Achso, es sind keine Spieler da. Naja gut, jetzt ist wieder die Frage. Gut, Domination heißt dann im Prinzip vermutlich hier zwei Teams, aber im Prinzip halt Team Deathmatch, mehr oder weniger. Die meisten Kills oder Punkte oder was auch immer. Was mir übrigens sehr gut gefällt, das sind die Lichteffekte und auch die Sounds. Die sind wirklich ganz gut gemacht. Wobei eigentlich ist es halt immer Pixeloptik. Das ist eigentlich schon 2D. Es ist halt eine etwas friemelige Optik. Das ist jetzt mal eine gute Frage. Jetzt sind wir tot, wenn wir hoch runterfallen. Probieren wir mal. Nö, das stört uns gar nicht. Gott. Auch gut zu wissen. Gewaltsame Aufklärung. Auch schön. Aha, jetzt ist einer da. Und noch einer. Also, was übrigens damit auch festgehalten werden kann, es sind Spieler da. Das ist ja bei einem reinen Multiplayer, Spiel immer so der Punkt. Oh, coole Knarre, der ist schon ein bisschen weiter im Spiel. Der andere ist irgendwie noch ein bisschen AFK. Der andere hat eine Bombe gelegt oder was? Oh, das wieder raus.
Ah, Spiel vorbei, oder was? Nö, er wollte bei dem anderen mitspielen. Und dann bei dem Kacknoob! Hat er recht. Weil was mir gerade so ein bisschen auffällt, bei dem letzten Spiel, also wir haben jetzt festgehalten, es sind Spieler da, das ist schon mal gut für ein Multiplayer-Spiel. Was wir aber noch festhalten können, beim letzten Gefecht, entweder hat das ab und zu mal brachial geleckt, wenn die plötzlich unsichtbar wurden, dann plötzlich wieder auftauchten und mir einen Headshot verpasst haben. Das oder sie cheaten. Jetzt sagen wir, sind wir mal ehrlich, das PvP-Multiplayer-Shooter-Spiel, das ohne Cheater ist, das gibt's einfach nicht. Ja. Da können sie noch so vollmundig uns was erzählen, sei es Blizzard mit Overwatch, sei es Counter-Strike von Valve. Es gibt kein PvP-Spiel, ohne dass es irgendwelche Typen mit Schrumpfgenitalien gibt, Schrumpelgenitalien, die der Meinung sind, sie müssten halt mit unfairen Mitteln der Held vom Erdbeerfeld sein. Das ist halt so. Solange es so Spiele gibt, wird es immer Cheater geben. Wir können sie verfluchen, wir können, wenn wir sie in Real Life erwischen, tehren und federn. Aber wir müssen es einfach mit abfinden. Ich will das hier jetzt gar nicht unterstellen, dass sie gecheatet haben. Ja. Bei einigen Stellen habe ich mir gedacht, das war jetzt aber ein Meisterschuss, aber sei es drum, es kann tatsächlich sein, dass es einfach ein bisschen geleckt hat. Das ist jetzt schwierig feststellbar, weil ich nicht genau weiß, läuft das über einen zentralen Server oder... Oh shit. Ach. Naja, du hast einen Heckler und Koch G3. Deine Mutter ist ein Headshot. Ich bin ja immer noch allein. Sehr geil. Wo kam der denn her? Das meine ich mit. Wo ist denn der jetzt plötzlich aufgetaucht? Scheiße, ich wollte seine Waffe haben. Jetzt müssen wir mal rausfinden. Was das überhaupt hier für Punkte sind. Was bedeutet das? Ist das das Domination-Ding? Das meine ich. Wo kam der jetzt wieder her? Entweder es laggt oder der cheatet. Der wird einfach immer wieder unsichtbar. Hat nichts Tolles, der hat so eine Pistole. Ah, oder das natürlich sein kann, deshalb die Beleuchtungselemente, dass tatsächlich Spieler quasi unsichtbar werden, wenn sie im Dunkeln sind. Gelegt. Bombe. Hat jetzt so gut geklappt mit der Bombe, ha? Wie nehme ich das? Ja, also wie gesagt, das ist mir gerade so ein bisschen X-Akte, wie das mit dem Unsichtbarkeitsfaktor hier sein soll. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn das vom Spiel so gemacht ist, finde ich das ein extremer Negativpunkt, weil ich schon... Wie nehme ich bitteschön Beute? Ja, ich war beschäftigt, du sagst gerade. Also wenn das mit Absicht ist, dann finde ich das scheiße. Weil das stört mich schon bei den Wargaming-Spielen, bei World Tanks und bei World of Warships, ganz barbarisch,
wenn ich von unsichtbaren Gegnern platt gemacht werde, also gerade World of Warships in letzter Zeit geht mir das so unfassbar auf die Hutschnur, also auf den Senkel und geht mir die Hutschnur hoch, wenn ich irgendwie von einem Zerstörer versenkt werde, der 2 Kilometer entfernt komplett unsichtbar ist, 16 Torpedos spammt alle 2 Sekunden, und ich überhaupt nichts gegen den machen kann. Also da kriege ich Zustand. Bei World of Tanks hat mich das jahrelang saumäßig genervt, wenn ich von unsichtbaren Gegnern platt gemacht wurde. Also hier ist doch Capture the Flag, okay. Ah, wieder ein Unsichtbare. Okay, der hat sich da offensichtlich eingegraben. Wir gehen mal rechts rum. Warum habe ich jetzt nicht schießen können? Das Urige ist, der Typ schießt offensichtlich mit dem Sniper beim Hüpfen. Das erinnert mich so ein bisschen an Counter-Strike. Ja, nee, ist klar. Okay. So. So, aber ich denke, das reicht uns auch schon fürs Infarkter Games Archiv. Ich denke, wir können jetzt relativ gut festhalten. Wir wissen jetzt, was das für ein Spiel ist, was man hier macht, wie es aussieht. Damit finde ich, habe ich meine Aufgabe für die heiligen Missionen des Infarkter Games Archivs eigentlich auch soweit erfüllt. Ja, wir müssen das jetzt nicht noch in 15 Videos auswalzen, damit auch wirklich klar geworden ist, wir sind hier in einem 2D-Multiplayer-Shooter. Jo, ist ganz putzig gemacht, kann ich mir wirklich gut vorstellen, so mal für zwischendurch, oder für mich ist auch wirklich gerne mal auf einer LAN-Party oder so mal für zwischendurch. Jetzt so, wie gesagt, für mich wäre das jetzt nichts, um damit meinen Abend am Wochenende zu verbringen, da bevorzuge ich dann doch etwas komplexere Spiele. Vielleicht auch was mit Story. Ist aber alles Geschmackssache und es geht ja nicht darum, ob es mir gefällt, es geht darum, ob es euch gefällt, weil wenn es euch gefällt und ihr ladet euch das runter und zockt das und habt durch mich quasi, durch das Infarkter Games Archiv, dieses Spiel entdeckt und habt da jetzt Spaß dran, dann freue ich mich, ja, karmatechnisch ist das für mich super, dann hat das Infarkter Games Archiv einfach mal seine Pflicht und Schuldigkeit getan und hat euch ein Spiel wieder gebracht, auf das ihr, vielleicht so nicht gefunden hättet. Deutsch schwere Sprache, wenn man ein bisschen fiebert. Ja, ich weiß, eine Runde Mitleid. So, ich werfe mir jetzt das nächste Schmerzmittel ein und Fiebersenkemittel und dann gehe ich ins nächste Spiel. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.